Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Das Ganze mit diesen Sommerschlussverkäufen startet irgendwie gefühlt immer eher. Genauso wie jetzt ja auch schon die Adventskalender losgehen. Es ist unglaublich. Ich habe hier ein paar Schätze, die ich euch von Lookfantastic zeigen möchte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dort ist nämlich gerade das Big Beauty Takeover im Gange vom 15. bis zum 21. Juli. Es geht einfach ab, ne? Ich habe jetzt keinen neuen Primer, deswegen nehme ich hier von Revolution Pro ein Produkt, was ich in meinem Project Pen drin habe, die Miracle Cream. Die passt eigentlich immer ganz gut bei mir. Die könnte man theoretisch auch als ganz normale Gesichtscreme nehmen. Und die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, dass die auch sehr, sehr gut mit allen möglichen Foundations und so funktioniert. Ja, die ist sehr stark parfümiert, ne? Das ist eine Sache, die muss man gegebenenfalls wissen und ansonsten ist es halt ein ganz normales Produkt, was ich auch als feuchtigkeitsspendenden Primer bezeichnen würde. Jennys Highlights war ja von diesem Anastasia Beverly Hills Beauty Balm nicht ganz so überzeugt. Ich habe jetzt hier die Farbe 1 und die Farbe Nummer 2. Und wie jedes Mal ein paar der Produkte, die ich euch zeige, habe ich zugeschickt bekommen und die restlichen habe ich mir dann selber gekauft. Also welche genau ich mir dann selber gekauft habe, weiß ich nicht, weil ich immer so ein bestimmtes Kontingent habe. Genau. Und ich habe halt auch super viel jetzt noch ergänzt mit Produkten, die ich einfach schon da hatte. Hier habe ich jetzt die Farbe Nummer 1 einfach mal exemplarisch. So sieht der Stick aus. Ich wollte jetzt einfach mal mit euch zusammen gucken, ob sich das Ding einfach lohnt. Das ist halt wirklich die Frage. Die Farbe 1 sieht schon wirklich relativ gelb aus. Und hier habe ich jetzt die Farbe Nummer 2 und ich glaube, die wird mir etwas besser passen. So schauen die beiden aus. Das heißt, ich werde die jetzt nicht beide swatchen. Den hier werde ich dann wahrscheinlich jetzt verwenden und behalten. Und da sieht man das auch. Der ist tatsächlich eher so für wärmere Untertöne geeignet. Also Farbe 1, wärmere Untertöne, aber trotzdem hell. Farbe 2, kühlere, neutrale Hautuntertöne wie bei mir. Farbe 2, rosa Gedönsen. Und ich mache das auch wie jedes Mal so, dass ich auch in diesem Video wieder eine Verlosung mache. Und ich denke, dass ich diesen Stick hier einfach auch mal mit in die Verlosung mit reinpacke. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Ich mache da einfach so ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket für euch fertig. Und da kommt der Beauty-Balm einfach mal mit rein. In der Farbe 1. Denn die Farbe 2 wird jetzt mal erstmal geswatcht und dann auf dem Gesicht getestet. Das ist natürlich witzig. Und dann auf dem Gesicht getestet. Wie witzig. Also ich weiß nicht, muss das so? Crazy. Okay, ja. Farbe passt. Deckkraft sehr, sehr leicht. Sehr, 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 sehr leicht, ne? Farbe passt sehr gut. Guck dir das an. Verschmilzt mit der Haut so sehr, dass man nicht sieht, dass irgendwas drauf ist. Das heißt, eine wirklich leichte Deckkraft. Ne? Ich trage mir den jetzt einfach mal direkt auf. Einfach relativ grob. Und dann verwende ich meine Zoeva-Pinsel. Die mag ich ja so richtig gern. Die habe ich schon seit Jahren, um das Ganze einfach mal zu verteilen. Und ist wirklich eine sehr leichte Deckkraft. Ne? Das ist eher so perfektionierend, würde ich sagen. Dann ist immer die Frage, braucht man das, wenn es halt so eine leichte Deckkraft gibt? Muss man dann immer für sich selber entscheiden, ne? Aber steht hier nicht drauf, dass es eine Foundation oder so sein soll? Es soll halt einfach ein Serum Boosted Skin Tint sein. Ja, und dadurch, dass es so ein leichtes Ding ist, lässt sich das natürlich auch easy verteilen. Ich schaue jetzt einfach mal, ob ich vielleicht die Deckkraft auch so ein bisschen aufbauen kann. Natürlich werde ich gleich auch einen Concealer verwenden, ne, an den Stellen, wo ich halt einfach denke, da brauche ich wirklich ein bisschen mehr Kabitjes. Aber mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, minimal, ne? Kann man machen. Also es ist definitiv ein Unterschied zu, wenn man es nicht verwendet. Aber braucht man dafür dann so ein teures Produkt? Das weiß ich nicht. Du kannst dir ja genauso gut halt auch eine Foundation, die du hast, in deine Tagescreme oder so reinmischen, um die halt leichter zu bekommen. Ne? Dann nimmst du halt ein bisschen Deckkraft mit raus. Das wäre vielleicht eher so eine Option, dass wenn man wirklich nur einen Hauch von möchte. Wobei das auch wirklich gut mit der Haut so funktioniert. Das kann ich nicht anders sagen. Ne? Es fühlt sich gut an. Es sieht gut aus, wenn man das möchte. Go for it. Mit Claudi Welt könnt ihr wie immer auf alles sparen. Und jetzt durch diese Beauty-Takeover-Geschichte sind halt auch relativ hohe Rabatte in allen Bereichen am Start. Also vor allem so auf diese Brands des Monats, wie zum Beispiel Sol de Janeiro, da wird die Party ziemlich abgehen, ne? Ja, und dadurch, dass die Deckkraft halt wirklich sehr, sehr leicht ist, hast du halt nicht irgendwie das Ding, dass es sich irgendwo halt
in irgendwelche Poren verziehen möchte oder so. Also schön finde ich es auf jeden Fall und ich werde den auch gerne weiterhin verwenden. Der möchte gerade nur nicht weiter nach unten gehen. Das darf bei so einem teuren Produkt nicht passieren eigentlich. Niemals vergessen, diese Kappe auch wirklich immer wieder draufzusetzen, weil ansonsten trocknet ihr euch einfach viel zu schnell aus. Ne? Auch wenn ihr hier natürlich eine große Kappe drüber habt, das nur als kleiner Tipp am Rande. Und jetzt, um so ein bisschen die Rötung und so weiter noch zu kaschieren, nehme ich von Natasha Denona den High Glam Concealer, habe ich in der Farbe RN1. Und der ist natürlich wie alles andere auch unten in der Infobox verlinkt. Ja, die beiden in Kombi, das ist halt wirklich auch nochmal eine richtig gute Geschichte, ne? Das harmoniert sehr, sehr gut miteinander. Auch wenn die Texturen ja relativ unterschiedlich sind, ne? Passt das jetzt vom Ergebnis her, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Wir bleiben jetzt auch bei den Creamy Texturen. Da habe ich von Too Faced, habe ich mir selber mal gekauft, diesen Chocolate Stick. Das ist ein Bronzer Stick. Melting Bronzer and Sculpting Stick. Den kann man sich einfach so auftragen. Aufpassen, der meldet halt wirklich derbe, ne? Also der ist sehr, sehr weich. Das arbeite ich mir jetzt mal mit einem Pinsel ein. Er ist halt jetzt nicht warm in your face, aber er ist schön zu verblenden. Er harmoniert auch sehr schön mit den anderen Produkten und gibt halt so ein leichtes Gebräuntes, ne? Ich glaube aber generell, wenn ich mir auch die Produkte hier so auf dem Tisch angucke, wird das Ganze hier out of my comfort zone, Leute. Denn das Ganze wird eher natürlich gehalten sein. Ich habe jetzt hier von Maybelline eine neue Farbe oder eine für mich neue Farbe mir geholt. Und zwar die 06 City Sizzle von diesen Sun-Kissed Blushes. Ich hatte ja dieses Orange, wo ich einfach sagen musste, das war einfach eher ein Highlight. Das war mir viel zu hell, das mochte ich nicht gerne leiden. Und jetzt möchte ich mal das hier mit euch zusammen ausprobieren. Vielleicht kann das ja ein bisschen mehr. Also ich weiß zum Beispiel, dass andere echt auf dieses Produkt schwören. Mal gucken, ob ich das jetzt auch mal so langsam mache, wenn ich die richtige Farbe mal so langsam erwische. Also ich habe mir das jetzt hier auf den Handrücken gegeben. Das ist auch wirklich eher so wässrig. Das ist jetzt nicht so, ne, also wenn ich das jetzt auch verteile, sieht man auch wirklich so die Haut durchscheinen. Das ist jetzt nicht so ein super krasser Creamy Blush. Ja, versuche ich jetzt erstmal das, was ich hier so schön verteilt habe, aufzutragen. Und man hat auch Schimmer mit dabei. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das nicht so gerne mag oder so. Ne, genau, also da muss ich jetzt aber definitiv nachlegen. Also einfach so ein bisschen in den Pinsel einarbeiten und dann auf die Wange auftragen. Das sieht schon schön aus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie die Base abträgt oder so. Macht es das nicht ganz leicht? Ich würde sagen, ja. Weiß ich noch nicht. Na, die beiden in Kombi muss man gucken, aber es liegt halt auch irgendwo an den Texturen, ne? Nur weil zum Beispiel dieser Balm Foundation Stick sich mit dem Creamy Concealer vertragen hat, heißt es ja nicht, dass sich ein Stick Bronzer mit einem flüssigen Blush verträgt, ne? Also manchmal ist es halt ein bisschen schwierig bei solchen Produkten. Deswegen gebe ich mir jetzt auch, einfach um es nochmal etwas mehr auf die Spitze zu treiben, von Pixi diesen On The Glow Super Glow auf. Das ist ein Highlighter. Da ist ja, ich glaube, der Blush davon super krass im Hype gewesen, ne? Natural Lustre ist hier die Farbbezeichnung. Und ich weiß wirklich nicht, was die alle jetzt mit ihren Sticks wollen. Das sieht alles für mich persönlich aus wie ein Deo-Stick. Naja, aber gut. Das finden sie jetzt alle großartig. Ach, guck mal. Okay. Ach, hier ist es auch tatsächlich so, ne, dass man dann hier diese Kante drin hat. Das scheint normal zu sein. Okay, sieht wunderschön aus. Ich hätte nicht erwartet, dass wir hier so viel sehen werden. Okay. Habe ich jetzt hier mal aufgetragen, dass die Haut auch ein bisschen heller. Sehr subtil. Da ist halt die Frage, sieht man das auch gleich, wenn ich abpuder? Das müssen wir gleich mal gucken. Sinn ist ja eigentlich, sich das so aufzutragen. Aber schiebe ich mir damit nicht irgendwie gefühlt alles weg? Ich kann es ja mal versuchen, weil das Ding ist ja schon relativ hart, ne? Oh. Oh, oh, oh. Da wurde ich gerade mal kurz... Oh. Anderweitig überzeugt. Oh, ist das schön. Mm. Und ich habe jetzt hier auch nicht irgendwie den Blush oder so dran, ne? Ah, es ist schon crazy, das mit so einem Stick zu machen, bin ich ehrlich. Also vor allem mit so einem Deo-Stick sich im Gesicht rumzumalen. Hm. Noch die Nasenspitze ein bisschen. Ja. Ich meine, du kannst damit halt, ne, dann auch ratsch einmal schnell dir deine jeweiligen Partien highlighten.
Es ist irgendwie witzig, damit zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund dahinter, ne? Dass man, der Hintergrund dahinter, genau. Dass man irgendwie einfach Spaß an Make-up hat, was ich begrüße. Auch hier denkt daran, diese Kappe weiterhin aufzubewahren und draufzusetzen und dann schön verschließen, ne? Mag ich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Als Lidschattenprimer verwende ich jetzt von MAC den Paint Pot in der Farbe Painterly. Das ist so ein Produkt, was ich einfach aktuell auch in meinem Schminkkit so drin habe. So neu ist dieses Puder jetzt nicht, ne? Das habe ich euch letztes Mal auch gezeigt von Laura Mercier, das Translucent Powder. Das ist dieses Gepresste, ne? So schaut das aus. Fand ich letztes Mal auch sehr schön, eben weil das halt nicht so, ja, wie soll ich das sagen? Das hat nicht irgendwie so matt gemacht oder so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja nur Creamy Base Produkte verwendet habe, wäre das ja sehr wünschenswert, wenn es auch den ganzen Glow und Glamour erhalten würde. Das ist halt super fest hier drin gepresst, ne? Holla die Waldfee. Das heißt, wenn ich jetzt hier versuche, mit meinem Schwämmchen was unter meinen Augen aufzutragen, ist es gar nicht mal so leicht. Aber ich muss sagen, das macht wirklich ein sehr schönes Finish. Lässt den Glow tatsächlich noch sehr, sehr gut durchkommen. Aber ich habe halt nicht dieses Gefühl, dass wenn ich meine Haare aufmache, dass jetzt meine Haare in meinem Gesicht kleben würden. Dafür verwende ich am liebsten halt einfach dieses Puder oder generell Puder. Es fühlt sich gut an und es sieht alles so gut miteinander verbunden und verschmolzen aus, ohne dass ich jetzt auch Setting Spray oder so verwendet habe, ne? Mag ich. Dann habe ich hier von Kiko ein Produkt, und zwar ist es ein Augenbrauenstift in der Farbe 01. Ist es der Augenbrauenstift. Und ja, so schaut er aus. Und dann habe ich hier einfach mal mein Produkt in einer riesigen Mine, was ich jetzt aber nicht so schlimm finde. Und hier habe ich meinen Spoolie. Holla, die Farbe passt sehr, sehr gut. Und weil dieser Stift halt auch so Ecken und Kanten hat, könnte man theoretisch halt auch so feine Härchen nachzeichnen. Die ist halt nicht so aschig, wie ich normalerweise meine Augenbrauen so trage. Ist halt mehr so in die, ja, beige Richtung, ne? Aber es sieht sehr natürlich aus. Und es wird gleich einfach zum Gesamtbild, wenn ich mir das hier nach wie vor angucke, passen. Ja, hier vorne sieht man, dass meine Härchen vielleicht ein bisschen zu dunkel sogar für diese Farbe sind. Was ich sehr, sehr außergewöhnlich finde. Schöner Augenbrauenstift, den mag ich. Dann nehme ich mir diesen Superlock von Maybelline. Das ist ja ein relativ neues Augenbrauengel. Das habe ich auch schon mal mit euch zusammen getestet. Und fixiere mir damit die Augenbrauen. Da muss man immer ein bisschen Produkt abstreichen, weil da ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Produkt am Spoolie dran. Und bei mir ist es halt so, wenn ich das, ne, von der Erfahrung mal so weitergeben darf, das ist ein sehr gut fixierendes Produkt, aber es ist kein Festtacker-Produkt in dem Sinne, wie ich das zum Beispiel von dem 24 Hours Brow Setter oder so kenne. Das heißt, die Augenbrauenhärchen bleiben noch so ein ganz kleines bisschen beweglich quasi. Werden viele von euch wahrscheinlich eher mögen, als das, wie ich meine Augenbrauen am liebsten trage, ne? Also ich trage mir ja wirklich auch gerne den Catrice Superglue und so weiter auf. Ja, wir sind heute eher so in die dezentere Richtung gegangen. Deswegen habe ich jetzt hier auch passend dazu von Too Faced die Born This Way Cold Smolder Nudes Palette. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ich mag so gerne Too Faced und finde es einfach so schade, wie die sich entwickelt haben. Also dass halt quasi die Verpackung einfach bei weitem nicht mehr nach so viel Qualität rufen, wie es damals der Fall war. Und ja, hier haben wir halt auch wieder diese Pappverpackung und so schaut dann einmal die Palette von außen aus. Und jetzt öffnen wir die das erste Mal zusammen. Hey, oh, hält sehr gut zusammen. Okay, ich nehme mal die Folie hier weg. Es ist halt eine Cool-Toned-Palette, womit man sicherlich auch sehr schöne, glamouröse Looks schminken kann. Nämlich diesen hier, der nennt sich Driftwood. Das ist dieses Mittelbraun. Und den setze ich mir hier so in die, wow, hui, das ist der mittlere Ton, okay, in die Lidfalte rein. Beziehungsweise, was soll's, ich mache den einfach komplett erstmal so drauf. Das jetzt von einmal reingehen und abmachen, also dass ich quasi abgeklopft habe, den Pinsel, ne? Vor allem verblendet der sich auch sehr, sehr soft, ne? Also da habe ich jetzt nicht irgendwelche harten Übergänge oder so. Das ist schon schön, aber das erwartet man ja auch ein Stück weit von einer High-End-Palette, ne? Es krümelt ein bisschen im Pfännchen, aber ich finde, das geht halt echt noch klar. Ich setze mir da auch ein bisschen was von an den unteren Wimpernkranz. Ich könnte jetzt mit diesem Cold Smolder, das ist dieser ja, aschige
Ton, aschige Eierschalenton, hier außen theoretisch das Ganze noch verblenden, aber muss ich eigentlich nicht, weil das ist ja schon recht gut verblendet, ne? Weil sich das selber verblendet hat. Ja, ne? So, dann verdunkle ich mir das noch ein bisschen mit dem dunklen Ton Urti oder Earthy. Urti? Weiß ich nicht. Irgendwie so. Einfach ein bisschen was mit dem Pinsel aufnehmen und dann hier außen so ein bisschen eintupfen. Und dann blenden. Und damit möchte ich jetzt gar nicht allzu weit aufs Auge gehen, weil mir das dann wirklich viel zu dunkel werden wird. Da kenne ich ja meine Präferenz, ne? Aber so habe ich einen kleinen Schatten damit gemacht. Läuft. Das ist mir jetzt aber echt noch alles ein bisschen dunkel. Da kann ich jetzt natürlich mit den Schimmertönen aufhellen. Oh mein Gott, die fühlen sich so genial an, Leute. Also fast schon Creme-Lidschattenmäßig. Das ist richtig, richtig cool. Das sind die drei verschiedenen Töne. Oh mein Gott, sind die cool. Ich möchte jetzt natürlich mit euch so viele Töne wie möglich verwenden. Das ist jetzt so in einem normalen Look eher weniger der Fall, dass man das macht. Das heißt, ich nehme jetzt diesen hier erstmal, den Moonstone. Das ist so ein richtig schöner Bronzeton. Den setze ich mir quasi auf die Mitte. Boah, also ohne Glitterglue oder so, ne? Das ist schon, also da weiß ich gerade gar nicht, welche Worte ich dafür finden soll. Richtig, richtig toll. So, würde ich jetzt normalerweise nicht machen, aber ich nehme jetzt diesen dunklen Ton. Wie heißt du? Das ist Moonstone. Ich habe eben Show Off verwendet. Mensch, Entschuldigung. Jetzt nehme ich den Moonstone. Das ist ein richtiger Grau-Anthrazit-Schimmerton. Den setze ich mir nämlich so ein bisschen daneben und lasse den dann quasi nach außen so abdunkeln durch den matten Ton. Ne? Also, ja. Wir wollen alle Farben verwenden. Wir wollen sehen, wie sie aussehen. Und dann nehme ich den hellsten Ton jetzt natürlich Sparkle and Chill. Der kommt hier ins innere Drittel. Oh, la 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 la. Schön. Da ist Too Faced endlich wieder am Start. Wenn ich mir halt diese ganzen Holiday-Paletten angucke, werde ich immer wieder traurig, weil die Qualität einfach so schlecht ist, meiner Meinung nach. Ne? Hier habe ich jetzt wieder so schöne, cremige, einfach zu verwendenden Töne, die ich wirklich, ne, nicht mit irgendeinem Larifari Glitterglow oder Base oder so auftragen muss, sondern die funktionieren so von ganz alleine. Das finde ich gut. Und es gibt die Palette auch in verschiedenen Farben. Vielleicht werde ich mir die anderen auch mal angucken. Die gibt es ja schon länger. Ne? Ich habe bislang immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, warum? Warum muss ich? Nein, muss ich nicht. Nein, nein, muss ich nicht. Und jetzt habe ich sie hier und denke mir, doch, eigentlich schon. Das könnte nämlich vielleicht auch eine ganz gute Alternative sein zu einer Glam-Palette von der lieben Natascha oder so, wenn man halt eine kleine, kompakte Geschichte haben möchte, wenn man so verreist oder halt wirklich für den Alltag, wenn man gar nicht so super viel Auswahl haben möchte, da kommt man damit, glaube ich, ganz gut zurecht, ne? Und ihr seht es ja, ich trage die Töne jetzt wirklich einfach nach und nach mit den Fingern auf und es funktioniert toll. Und das Einzige, wo ich vielleicht die eine oder ein oder andere Reden Glitzerflocke oder so habe, ist, weil ich zu viel auf dem Finger hatte. Ne? Also, wow. Ja, das heißt, in den Innenwinkel gebe ich mir das dann am besten halt mit einem kleinen Pinsel. Lässt sich aber ganz gut entfernen, ohne dass ich jetzt irgendwie eine kleine Fee geworden bin an meinen Händen. Okay, die Schimmertöne sind wirklich keine Pinseltöne. Das heißt, ich bekomme die jetzt mit dem Pinsel auch bei weitem nicht so gut aufgetragen wie jetzt mit dem Finger. Ne? Das ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da könnte man sogar richtig gut mit diesen ganz klassischen Applikatoren arbeiten, die man ja normalerweise so entfernt, wenn man die irgendwo mit drin hat oder so. Ne? Die braucht man dann nicht und so. Aber hierfür wäre das, glaube ich, ganz gut. Ja, alle Töne verwendet und ich bin wirklich happy mit dem Look. Das sieht jetzt wirklich sehr, sehr kühl aus, sehr grau aus und gar nicht nach dem, was ich normalerweise so trage. Aber für einen glamorous Look kann ich mir die Palette wirklich gut in Zukunft auch vorstellen. Mega. Ich verwende jetzt hier den Revolution Liner Pau, den habe ich auch schon mal leer gemacht. Ein sehr, sehr toller Eyeliner, der hat so eine schöne Schüttelkugel drin und der ist einfach richtig schön fein. Also, ne, das ist ein richtig toller Eyeliner, Leute, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und natürlich hätte man jetzt auch hier den Eyeliner mit dem dunkelsten Ton einfach ziehen können. Dann hätte man sich dieses Produkt quasi im Look gespart, ne? Wenn man jetzt so einen Alltagslook schminken möchte oder halt einen schnellen, einfacheren Look oder so. Ich mag halt gerne solche, ja, flüssigen Eyeliner, weil die halt auch nochmal ein bisschen intensiver sind, ne?
Gar keine Ahnung, was ich da jetzt gerade geplant habe, warum ich so ein Amy Winehouse-Gedächtnis Eyeliner gezogen habe. Manchmal habe ich irgendwie so, dass ich da Bock drauf habe, offensichtlich. Sieht aber auch gerade nicht besonders gut aus, Claudi. Egal. Ich sette jetzt erstmal mein Gesicht mit dem Urban Decay All Nighter Vitamin C. Das habe ich schon eine ganze Weile bei mir und das muss ich so langsam vielleicht mal aufbrauchen. Und Look Fantastic ist einer der wenigen Online-Shops, wo wir halt noch Urban Decay bekommen können, ne? Und dieses Vitamin C-Gedönsen soll halt auch noch so ein bisschen Strahlkraft geben. Ich liebe Glow. Dann hoffe ich mal, dass die Mascara gleich so ein bisschen reinhauen wird, damit ich hier diesen Eyeliner-Eskalationsmodus ein bisschen abschwächen kann. Dann nehme ich hier so einen Klassiker aus meiner Sammlung, die Iconic London Lash Lift and Elevate oder so. Nee, Enrich and Elevate Mascara, so heißt die. Die hatten wir auch immer mal wieder irgendwo in Adventskalendern, in Boxen und so weiter. Ne? Das ist einfach so ein bananenförmiges Gummibürstchen ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Die Mascara ist geil, aber sie schwächt das mit diesem Eyeliner-Gedöns natürlich etwas ab, aber sie kann es jetzt nicht komplett wegmachen. Oh, ich mag es einfach, wie sie auch diese Länge gibt, wie sie das Volumen gibt und es passt schon sehr, sehr gut jetzt auch zum Look, würde ich mal so sagen. Also eine schöne Mascara, wenn ihr die noch irgendwie zu Hause habt oder so, ne, auf jeden Fall verwenden. Und es ist auch definitiv eine Empfehlung, also eine Kaufempfehlung. Und ich kann mir vorstellen, dass Iconic London auch sehr, sehr nette Rabatte mit in dem Sale beisteuern wird. Irgendwie weiß ich auch gar nicht, warum ich jetzt schon meine Haare aufgemacht habe, weil ich ja eigentlich noch meine Lippen machen möchte. Egal, da habe ich nämlich hier von Kiko in der Farbnuance 509 einen Lip Liner, hier steht Lippenstift drauf, aber das ist einfach ein Lip Liner und ich hatte mir den tatsächlich etwas kühler vorgestellt. Mal gucken. Also wir haben hier auch einen Anspitzer mit dabei, also für die Spitze, wenn man das machen möchte und halt noch irgendwie so ein Verteile-Ding, dass man theoretisch das dann über die komplette Lippe geben könnte. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich gebe mir den jetzt mal auf die Lippe so als Lip Liner. Oh, sehr, sehr angenehm cremig, Leute. Und definitiv viel, viel roter als erwartet. Oh, und sehr haltbar. Wenn man sich vermalt, hat man ein kleines Problem. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich den auch über die ganze Lippe geben könnte. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Sehr, 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 sehr nice Lip Liner. Also scheinbar auch sehr, sehr haltbar. Ne? Also hätte ich jetzt die richtige Farbe, für mich wäre das jetzt auch besser gewesen. So knallen die Lippen jetzt ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte. Denn ich habe jetzt hier noch ein Lippenöl, beziehungsweise ein Lipgloss, ne? Auch von Too Faced Kissing Jelly Gloss Juicy Lip Oil / Gloss Hybrid. Und ich habe die Farbe Sour Watermelon. Das musste sein, ne? Also ich mag ja eigentlich auch gerne zum Beispiel dieses Finish von den Lip Injections. Und meine Idee war jetzt, ob die jetzt vielleicht ein Produkt haben, was halt auch dieses Glossy Finish gibt, aber nicht dieses Aua-Gefühl. Also ein großer Applikator, aber nicht zu groß. Und hier haben wir auch so ein Löchlein quasi. Oh, ups. Quasi, ja, da so mit drin. Ne? Also ich kann euch ja auch mal die Farbe an sich zeigen. Das ist halt auch eher transparent mit so einem Hauch Wassermelone, ja wirklich, ne? Es riecht auch nach Wassermelone. Das finde ich jetzt ja toll, ne? Ja klar, in Kombination mit dem Lip Liner wird es jetzt natürlich nicht transparent bleiben. Der Lip Liner ist halt super, also generell ein Lip Liner, ne? Um zu verhindern, dass wenn man sich ein Gloss, ein Lip Oil oder sonst irgendwas aufträgt, dass es so in die Fältchen kriecht. Und entweder dann ja quasi ausblutet, ne? Wenn es halt ein farbiges Produkt ist, dass man dann irgendwann wie so eine Sonne um den Mund drumherum hat. Oder dass, wenn das halt ein Öl ist, löst das natürlich auch ganz gerne Make-up. Dann hat man nämlich ganz gerne hier so einen Rand. Das sieht so blöd aus, das habe ich so oft. Ja, ich sollte öfters Lip Liner verwenden, ich merke es gerade. Fühlt sich irre gut an. Und das ist wirklich wie so ein Zwischending zwischen Gloss und Lippenöl, ne, dieses Produkt. Und wenn ihr das so habt, dass es quasi an dem Füßchen dran ist, macht euch das auf jeden Fall ein bisschen am Handtuch oder an einem Kosmetiktuch sauber. Nehmt das Lippenprodukt, was damit in Kombination gekommen ist, so ein bisschen runter. Ne? Das hält das Ganze einfach ein bisschen hygienischer und verfärbt das Produkt nicht im Laufe der Zeit, bevor ihr dann das Füßchen wieder reinpackt.
krasse Farbe, passt aber gerade, sehe ich gerade auch, zu meinem Oberteil, ne? Also das harmoniert schon. Und ja, als Abschluss gebe ich mir hier von Giorgio Armani das My Way auf. Das ist ein Parfum. Wir finden auch großartige Düfte im Sale, ne? Und ich habe das schon als Nachbarn hiervon schon verwendet, aber halt noch nicht den Originalduft. Oh, das riecht sehr, 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 sehr sommerlich. Es hat was Frisches auch mit dabei. Ich mag den Duft. Das hat was. Es ist nicht irgendwie ein Duft, wo ich sage, okay, das ist jetzt einer, der sich an eine bestimmte Altersgruppe richtet. Nee, das hat eher was mit einem gewissen Mut zu tun. Er riecht dadurch, dass er ein bisschen frischer, aber gleichzeitig auch diese leicht süßliche Komponente mit dabei hat, eigentlich eher so jugendlich, spritzig, frisch und fröhlich. Aber trotzdem finde ich, dass man das auch jahreszeitenbedingt ganz gut jetzt im Sommer verwenden kann, weil das nicht so ein schwerer Duft ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich sprühe mir den gerne mal jetzt hier so in meinem Hals-Dekolleté Bereich auf, dann habe ich quasi hier alles so abgedeckt und habe es direkt unter der Nase, denn ich mag den Duft sehr gerne, merke ich gerade. Und der ist auch sehr, sehr angenehm. Und da gibt es ja auch verschiedene Intensitätsstufen von, sage ich jetzt mal dazu. Aber das passt ganz gut zu diesem Look halt auch, ne? Weil der Look ist auch so luftig, locker, leicht. Den kannst du zu allen möglichen verschiedenen Anlässen tragen. Das ist sowohl ein Bürolook, finde ich, als auch ein Look, den man abends glamouröser tragen kann. Kommt ganz drauf an, wie man selber dann auch damit entsprechend auftritt, würde ich mal so sagen, oder? Also ich finde, dass es ein schöner Look geworden ist. Die Base sieht so harmonisch aus, also so vernünftig aufeinander abgestimmt. Hätte ich jetzt im Entstehungsprozess nicht erwartet. Ich bin von dem Highlighter absolut begeistert. Ja, ansonsten der Augenlook, den finde ich absolut toll, abgesehen von dem abgefahrenen Eyeliner. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl und ja, hoffe, dass ihr so ein bisschen auch Inspiration durch dieses Video bekommen konntet. Und wie gesagt, mit Claudie Welt könnt ihr einfach auf diesen ganzen Beauty-Sale auch nochmal ordentlich was sparen. Und das ist so der maximale Rabatt, den ich euch so mitgeben kann. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.